Oh mein Gott, das gibt's jetzt nicht. Vor allem, das ist jetzt nicht wahr, ey. Warum müssen sie auf einmal so schwach? Sie überlebt ja gar nichts. Ja, okay, okay, okay. So habe ich sie erst voll spät bewegt. Ah, weil er ihn da hingeschubst hat. Boah. Boah. Edit. Oh Gott, wann habe ich Dings an? Ah. Hier sind so viele Leute gerade. Mir alles ruinieren. Ah. Warum ist Frau eigentlich immer in irgendeiner Position, wo ich sie nicht retten kann? Guckt sich da dann an. Sie ist immer in der Position, wo ich sie nicht erreichen kann, aus der Situation retten kann. Erfahrungspunkte kriegt. So, jetzt nicht. Hm. Ich bin jetzt echt darauf verlassen, dass ich hier mit den doppelte Erfahrungspunkte. Wenn schon. Ich nehme jetzt Erfahrungspunkte aus dem Fenster zu werfen. Oh, das hat eine Menge Erfahrungspunkte, ehrlich gesagt, gegeben. Mit dem Wodau versuchen soll. Ja, hm. So, ich muss mal anderes hier versuchen. So. Wenn man den, ja, ne? Genau, gleich sehen, warum. Wo ist er? Ja. Yeah. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir halt vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich jetzt hier Rettung einsetzen, ne? Um sie herauszuholen. Aber warte mal, geht doch voll. Ich kann sie auch noch bewegen. So, all die Rettung, die ich jetzt hier benutze in den letzten Kapiteln, ne?
Als Boom, weg hier. Da. Ja, sie sehen sich halt. Eine Krise, ja. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch überleben mit allen. Ja, eigentlich nicht so schwer sein sollte, ne? Mhm. Na, Zellkopf. Halt die Ohren da steif. Chance auf Crit nehme ich an. Ne? Cool. Was ist das? Ich dachte aber nicht so gut. Jetzt hatte ich mal alle auf, Kollegen. Sterb. Blöder Dieb. Nein, da ist noch ein Dieb. Oh, ich krieg so viel grad. Da ist noch ein Dieb in Reichweite, habe ich gerade. Wo kam der andere auf einmal her? Boah, das gibt's jetzt nicht, Mann. Was? Warum ist denn er jetzt nicht auf sie losgegangen? Was? Ja, voll in Reichweite von ihr. Sie war voll in Reichweite von dem. Ich verstehe die KI in dem Spiel nicht. Ja, ich glaube, hier geht es aber wach runter. Nee. Den einen kriege ich jetzt down. Ne? Also ich bin jetzt so schwach. Nein. Hui. Versuch noch mal ihn anzugreifen, ne? Was aber daneben? Weil ich eine Säule bin. Die Säulen sind mein Schutz. Hier fühle ich mich sicher. Sie beschützen mich. Hier kann man keine Verstärkungseinheiten, finde ich sehr gut. Wie viel Ausweichen brauche ich? Okay, da ist der Boss. Wir haben noch alle am Leben. Ja, ne, 12. Kann ich einfach hier reingehen und den töten? Kann ich. Nein, kann ich nicht. Aber so weit ist okay. Ich mache mal den hier. Nein, mache ich nicht. So. Aber niemand anders kann mich ja treffen, ne? Und jetzt nur ein Assistenzleut, Kollege. Aber der wird sich doch wahrscheinlich mehr so aufs Heilen fokussieren, ne? Warte mal, hier mal. Das
gibt's nicht, Mann. Ja, diesmal hat sie mit dem Sand schon getroffen. So, mal Verteidigung. Mit hilft letztendlich für ihren Effekt, ne? So, ich muss mal gucken, kann ich den Magier da treffen? Oh ja, kann ich. Das macht die Situation ein bisschen einfacher. Oh mein Gott. So, mach dich mal platt. Oh, Mann. Wenn ich jetzt so richtiger Grinder werden, hätte ich den noch am Leben gelassen, ne? Damit er die ganze Zeit wieder hochhalten, ne? Für mehr Erfahrungspunkte und so, ne? Aber das war das. So, ich hätte eine Menge Leute, da werde ich auch wohl irgendwas mit anstellen können, oder? Nicht hier reingehen, ne? Mit dem Miniaturbogen, mit Drachenader. Dann darf ihn, dann kann ihn eigentlich niemand mehr treffen. Ich ja. Irgendwie auspeitschen, so, nimm das, du böser Bube. Dich. So, ich würde sagen, hier rennen wir eigentlich nur weg. Ne? Ah. Mal Pflege einsetzen, weil irgendwie kriegst du ja keine Erfahrungspunkte fahren. Ja, schaffe ich jetzt irgendwie den anzulocken. Mal auf sie los, bitte. Wenn du dagegen hast, klappt. Senden wir mal einen Heiler dahin. Was ist da unten noch? Du. Ah, lass mal mal. Ja, genau dich will ich erledigen. So, da müssen wir aber eine Menge Assistenztreffer treffen. Mit hier tot rausgehe. Nein, nein, nein. Aber er kriegt Erfahrungspunkte da. Ja, die Strategie funktioniert. Oh. Oh. Ich denke, ob das irgendwie als außergewöhnliche Strategien erzählen oder ob das irgendwie so gedacht ist. Schon interessant, ne? Fire Emblem, ne? Verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Situationen. Finde ich jedenfalls, ne? Das ist nicht immer so, als müsste man, würde man immer die gleiche Strategie einsetzen. Finde ich. Finde da schon relativ viel Verschiedenes bei. Auf Ram, du musst mal irgendwie Erfahrungspunkte kriegen. Irgendwie kriegst du ihn durch Heilen, ja.
Also macht das hier mal. Weiß nicht, wieso sie sonst keine Erfahrungspunkte kriegt, weil sie halt irgendwie nicht. Ja, weil sie halt irgendwie nichts drauf hat anscheinend. So. Mal den weg. Das ist nicht, dass diese. Ich gebe meinen Dieb hier voll die starke, voll den Ausweich. Durch und packt den auf eine Säule. Ich weiß es nicht, dass die Strategie immer noch funktioniert, ey. Ich dachte, die wäre erst irgendwie nur so am Anfang des Spiels so also relevant, ne? Aber die schon über das gesamte Spiel ist die schon irgendwie relevant. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Zwei, drei, vier. Wir haben Töter. Interessante Waffenwahl. Na, lass mich den mal noch ein bisschen herauslocken. Einfach nur, damit der außerhalb der Reichweite von dem Dieb ist. Was ist aber hier? Da kriege ich einen von euch hier noch rausgelockt, das wäre auch sehr gut. Also nicht, dass die irgendwie rausgehen für einen Lanzenkämpfer, aber gucken wir mal. Nee. Ich habe die KI schon Dümmeres machen sehen. Das ist okay, Zerkopf kriegt den eventuell irgendwann kaputt. Meint ihr mich auch, aber kriegt den schneller kaputt, muss ich sagen. Irgendwie abgeprallt an mir oder was? Das heißt, wir irgendwie zersplittert worden. So Felsen oder so. Da kommen wir Angriffe, bringen nichts. Mein Gott, wenn ich Zerkopf das geben würde, nee, dann würde er gar nicht mehr sterben. Wenn er noch nicht von Kombi-Angriffen getroffen werden kann. Okay. Ja, nächster. Schaden. Vielleicht der 3 Einheit. So. Ist der Dieb aus der Reichweite. So, willst du immer noch da drin hocken? Alles klar. So, schwächen wir dich mal ein bisschen. Vielleicht krieg ich schon im nächsten Zug kaputt. Ich will eigentlich da reingehen mit meinen Leuten, ne? Da ich gar keinen Schaden mehr bekommen. Okay, machen wir so, ne? Ah, ja, du bist effektiv gegen mich, oder? Aber weißt du was? Machen wir den. Mehr Erfahrungspunkte? Ja, bitte. Das passt mal auf, was ich hier mache, ne? Machen wir hier Protection, ne? Machen wir mal hier. Ich wollte tanzen eigentlich einsetzen, verdammt. Da geht er nicht. Ah. Okay, so viel zu meiner Strategie. Okay, dann nicht.
Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, den gehen wir mal, obwohl für ihn brauchen wir das eigentlich gar nicht. So, mal ich mal hier hin. So, Alchris. Alchris! Sag ich schon Verschwendung hier mit ihnen. Weil schon Level 15 ist, ne? Ich gehe jetzt einfach hier rein. So. Wir haben jetzt auch noch, ob ihr wollt oder nicht. Natürlich greife ich mich an. Wenn ich konter, ne? Wow, die nehmen den nicht an, den Köder. Oh. So, eigentlich mindestens down, ja. Yeah. Oh Gott, die hat mich beinahe rausgeschubst. Ey. Sehr gut. Ah ja, ich habe diese verteidigungsdurchbrechenden Angriff, ne? Hast du auch nichts dagegen, ne? So, jetzt müsste man ja retten können, ne? So wie in alten Fire Emblem Spielen. Zack. Okay. Hey, wie geht's, wie steht's? Ne, ich mache jetzt alle platt. Eigentlich nur ein, aber okay. Ja, Feuerlanze, ne? Oh, da war eine Menge Schaden. Okay, cool. Will ich langsam auch mal auf dem höchsten Level sein. Ne? Wäre es auch nicht schlecht. Einer der besten Lords, finde ich. Ist mir den für sie übrig, würde ich sagen. Ne? So, ich muss irgendwie den hier neu erledigen. Ne? So, entschuldige, was? Schon sagen, was? Man basiert doch ein Rapier, ne? Ja. Das ist, wenn nur den Typen hier so schnell wie möglich erledigen. Ein Level up für Frank. Oh mein Gott. Ich werde definitiv hier tanzen, würde ich sagen. Ne? Ah, hol du dir mal das Ding hier ab. Nein, machst du nicht. Cool. Bis hier mit. Besser. Zack. Boah. Hm.
wie mache ich das? Stehen alle so ein ganz kleines bisschen doof hier zum Tanzen. Dass sie echt hier in einem One-Shot, ja, wenn sie trifft. Ach, wegen denen. Oh, ja, cool. Ja, garantiert fertig. Aber so, ne? Reicht das? Ja. Mal angreifen kann sie auch noch. Ja. Zack. Bonk. Doink. Flop. Dort. Wow. Warte mal, mal den, ja. Weil ich ja nicht schon genug Erfahrungspunkte habe, ne? Vielleicht fram den Kill einfach nur, weil ich sonst keine Erfahrungspunkte hier bekommt. Ach, das gibt's jetzt nicht. Okay, wenn sie damit einmal trifft, ist alles okay. Boah. Aber mit den Stiefeln ins Gesicht. Und ich muss ja alle besiegen, ne? Ja, okay. Oh. So, jetzt müssen wir noch die Leute hier erledigen. Ich noch ein paar Leute dahin. Ich würde die lieber mit Dings erledigen. Jemand anderen. Hier irgendwie anlocken mit irgendjemanden, irgendjemand. Verteilen. Oh mein Gott! Na, oh, Temera, kannst du ihn erledigen? Kommst du auch noch auf Level 14? Wow, oh, geht's sofort auf sie los. Ja, sofort bereit. Okay. Oh, mehr Figur. Sehr gut. Ja, der noch ewig weitermachen, Kollegen. Mein Gott, geht doch mal da oben lang, bitte. Dann gehe ich eben hier lang.
Wieder hochgehen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen hier meine Erfahrungspunkte am melken. Hast du denn mit ihr? Ein paar Supportpunkte. Ein bisschen für ihn ja leveln. Ist er auch Level? Er ist noch nicht mal Level. Ich dachte, er wäre schon Level 30. So, ich ziehe jetzt Fram mal erstmal darunter, damit sie hier diesen Typen erledigen kann, meine ich. Und da bin ich zufrieden, würde ich sagen. Das erste, ich bin niemals voll zufrieden. Ah, und das trifft nämlich sogar. Oh. So. Ein bisschen merkwürdig jetzt, hat die Dingsmusik weg ist. So, du kriegst deine Level 14 noch, ob du es willst oder nicht. Aber den krieg ich leider nicht mehr auf Level 30. So. So knapp. Was macht denn der jetzt? Also wegen Fram. Ich habe sofort vergessen. Na, Fram, einmal den hier bitte kaputt hauen. Nein, klappt nicht. Okay, zweimal treffen. So, und sie auch Level 14 bekommen. Ja, guck mal, ist direkt ausgezahlt. So, wer ist denn noch so? Ich meine, es ist eigentlich egal, ne? Sind alle so. Da, Luis. Er kommt leider nicht mal dahin. Ah. Du kriegst dein nächstes Level noch, willst du nicht? Oh, okay. Nein. Ah. Das ist irgendwie wie so Mario Kart Musik, da bin ich mir ein. Dieses din 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 din. Das ist eigentlich egal, mit wem ich ja kille, ne? Geben wir keine Ahnung, man ist eigentlich stark. Ist jeder ja am Leben, ne? Ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, dann geben wir das war viel so viel Gedanken gerade machen. Ja, der killt ja noch nicht mal. Nein, tut er nicht. Okay, dann du. Mach du ihn platt. Hier so für ein bisschen. Ich sehe gerade für eine AP. Hallo? Geht aber gar nicht. Erfahrungspunkte 4.
Okay, ist aber sterb ohne haben jetzt ohne Animation auch noch. Ich bin dabei gedacht, ey. Genau. Ich sollte schon wieder mit meiner Sprache los, ne? Ich verstehe nicht. So, jetzt bin ich aber gespannt, was hier noch dieser Ring zu bedeuten hat. Mein Hauptcharakter hat ja so einen komischen Ring, ne? So ein, so zwei Ringe in einem sind irgendwie. Das ehrlich gesagt der zweite, was ich mir gedacht hätte. Aber alle Emblemringe sind ja irgendwie nur Hauptcharakter von anderen Spielen, deswegen habe ich jetzt gedacht, nee. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ganz im Fire Emblem Free House auch. Habe ich schon gefragt, ob irgendwann so was kommt. Also muss ich mir wieder jemanden aussuchen, mit dem ich mein Leben teile am Ende des Spiels. Als wenn ich Single bleiben will. Ja. ここ Der Paktring, erreichst du Unterstützungslevel A mit einem Verbündeten, kannst du ihm den Paktring überreichen und euer Band stärken. Der Ring findest du in der Kommode in deinem Zimmer. Ich habe mich schon gewundert, wofür die Kommode ist. Ich habe mich ja schon irgendwie so gedacht, dass das irgendwann der Fall ist. Wenn Verbündete deiner Wahl nirgendwo im Sommer aufzufinden ist, sollst du einmal versuchen, dich in deinem Bett auszuholen. Also, ja, falls sie nicht gespawnt sind, im Dings. Den Paktring kannst du nur einen einzigen Verbündeten schenken. Überleg dir gut, wen du ihn überreichst. Aber was ist, wenn ich ein Harem haben will? Hast du schon mal darüber nachgedacht, Spiel? Was, wenn ich alle gleich liebe, ne? Ne? Ich liebe alle Leute gleich. Ich bin wie Gott, ne? Ich liebe alle Leute gleich viel, okay? Ich bin wie Gott. Danilo ist Gott. 2023. So. Aber ja, habe ich mir schon gedacht. Ich habe irgendwie gedacht, das kommt irgendwie so im Laufe des Spiels, ne? Aber ich musste extra dafür eine Sidequest machen. In Free Houses gab es das auch, da konnte man auch so einen Ring irgendwie hier. Da hat man irgendwann im Laufe des Spiels irgendwie so einen Ring freigeschaltet. Und die muss man einen seiner Charaktere geben und dann ist man glücklich, bis das der Tod uns scheidet. Und deswegen nennen einige Leute mittlerweile Fire Emblem Dating Simulator. Ist mir vollkommen egal eigentlich, ne, diese Funktion. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich hier irgendwie, weiß nicht. Wenn ich mir irgendjemanden hier anschauen würde, ich wüsste jetzt nicht irgendwie, wer irgendwie so meine perfekte Wife oder so wäre. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mag eindeutig Vale am liebsten. So vom Charakter her. Aber Vale ist die Schwester des Hauptcharakters, von daher
Ich meine, sie ist nicht meine Schwester, von daher ist mir eigentlich auch vollkommen egal, aber ja, schon wieder so sehr merkwürdig. Außerdem mag ich auch Anna, weil sie halt der einzige Charakter ist, den ich irgendwie so kenne. Von anderen Fire Emblem Spielen. Anna ist immer cool, ne? Aber Anna ist ein kleines Kind hier, von daher. Und das ist immer so dämlich dann als. Man muss sich immer über solche Sachen Gedanken machen, ne? Obwohl mir das eigentlich vollkommen egal ist, ne? Hab ich gerade getee-post, als ich irgendwie nicht hingeguckt habe. Keine Ahnung, für mich ist das hier ein Spiel. Ich tue mich jetzt nicht irgendwie. Ich habe zwar meinen Hauptcharakter hier meinen Namen gegeben, aber ich fühle mich null irgendwie verbunden mit dem, wenn ich ganz ehrlich bin. Allein die Tatsache, dass der irgendwie, weiß nicht, so eigene Dialoge hat. Ne? Ich meine, Balef konntest du auch nach dir benennen. Und so Leute wie Robin und Corin und so, die konntest du alle auch irgendwie benennen. Ne? Aber die waren auch irgendwie so ihre eigenständige Charaktere. Bis auf Balef. Also Balef war wirklich irgendwie komplett stummer Charakter. Der hat irgendwie nur immer gesagt, was man irgendwie so als Auswahlmöglichkeit irgendwie gewählt hat. Aber ich habe mich irgendwie noch nie irgendwie so, weil nicht mit den Hauptcharakteren identifiziert. Ich will mich auch gar nicht. Vor allem nicht mit Coin. Ich will mich überhaupt nicht mit Coin irgendwie identifizieren. Coin ist voll die Mary Sue, Gary Stu, irgendwie so Charakter, der immer perfekt ist, den alle mögen, obwohl er irgendwie nichts Besonderes macht. Das war lahm, der Charakter. Robin ist so der einzige, der noch halbwegs interessant war, weil er halt nicht irgendwie so in den Vordergrund gepusht worden ist wie die anderen Hauptcharaktere. Aber Coin war irgendwie so voll im Vordergrund gepusht, irgendwie so, ja, das ist der Hauptcharakter, ne? Und bei Lev und ja, ich glaube der Hauptcharakter in dem Spiel ist Alea, ne? Ich glaube, Alea ist, glaube ich, der Hauptcharakter. Da bin ich sowieso schon der Meinung seit einer langen Zeit, das sollen sie mal irgendwie wegmachen, dass du irgendwie so einen Charakter selber erstellen kannst und so. Ich finde das voll dämlich. So, hey, wir haben ein paar Supports. Erstmal gucken wir mal in den Brunnen. Ich hier gerade so schön am Reden bin. Ja, keine Ahnung, gibt so viele Sachen, die ich will, dass die in neueren Fire Emblems irgendwie auslassen. So selbst erstellbarer Hauptcharakter und also was. Diese Dating-Simulator-Sachen hier. Auch das hier, das ganze Rumlaufen hier in solchen Gebieten, da finde ich auch irgendwie voll dämlich. Purativ, Langbogen, Thermisturm. Das Problem ist aber mittlerweile, hat sich das so zementiert irgendwie so in den neuen Fire Emblem Spielen und einige Leute, die irgendwie mit den neuesten Spielen hier irgendwie so hier in die Serie reingekommen sind, die kennen jetzt nur noch diese Elemente und die wollen natürlich diese ganzen Elemente, also bleibt das ja auch immer. Deswegen fand ich das so erfrischend, dass irgendwie Fire Emblem Echoes irgendwann mal, also beziehungsweise Fire Emblem Gaiden, ein Remake bekommen hat, also Fire Emblem Echoes. Weil das war ein Remake von Fire Emblem 2, wo noch alles hier voll Urgestein war in Sachen Story und wieder alles ablief und all sowas, ne? War irgendwie viel besser. Also ja. Muss ich jetzt noch mal machen und Supports gucken. Ja, ich will am liebsten ja noch weiterreden, aber ich will nur die Supports gucken. Wir haben Old Man Linden und Old Lady Saphir. Aber die sprechen auch echt die deutsche Aussprache aus, ne? Die sagen nicht Sapphire, ne? Oder Diamond. Die sagen Diamant. Saphir. Boah, das ist mir gerade erst aufgefallen, ne? Jade ist ja auch ein Stein, ist ja auch ein Diamant, ne? Also ein Stein, ne? Edelstein, Kategorie nennt man so, ne? Amber ist auch ein Stein. Amber, das ist ja irgendwie so
Baumharz oder so, ne? Irgendwie so aus Harz hergestellter Stein oder so, oder keine Ahnung. Ich weiß, dass Ember jedenfalls auch eine Steinart ist. Da ist mir jetzt erst aufgefallen. Also sind wortwörtlich alle Leute aus Brodia hier nach Stein benannt. Alchrist nehme ich dann als irgendwie auch irgendwie. Citrin ist auch ein Stein, glaube ich. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, Citrin, dann müsste Alchrist bestimmt auch ein Stein sein, ne? Okay. Ah ja, stimmt. Waren auf gegnerische Seiten. Ume? Okay, also er fand sich schuldig, dass ihre Eltern gestorben sind, wo er nicht daran schuld war. Alles klar. So, warte mal, Citrin, Alchrist, ne? Wer ist noch alles aus Brodia? Ember ist ja auch ein Links, ne? Soll ich vielleicht mal hier nachgucken. Ember, Lapis, ja, Lapis sind natürlich auch, ne? Lapis Lazuli. Ja, die sind alle nach Stein, ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich meine, mir schon aufgefallen hat, einige nach Stein hier, also Jade und so, Diamant. Ist mir schon aufgefallen, dass die ja nach Stein benannt sind, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass alle von denen nach Stein benannt sind. Weil Citrin ist, glaube ich, auch ein Stein, wenn ich mich nicht irre, habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ich weiß, dass Citrin eine Farbe ist. Und Farben sind auch meistens irgendwie so nach Edelsteinen benannt. So, hier ist Smaragdgrün oder sowas, ne? Nämlich mal, Citrin ist dann auch ein Stein, ne? Cool, haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt vom Bernd. Dann weiß ich nicht, was Storinika irgendwie bedeutet. Muss ja auch irgendwie ein Stein sein, ne? Aber wie ist Alchrist nochmal? Die haben nur Alchrist auch irgendwie anders genannt. Stark, ne? Also, keine Ahnung, vielleicht ist das nur irgendwie in der deutschen oder englischen Version so. Na gut. Ich hab lustigen Funfact gerade herausgefunden.雨と良く窓辺に座っていたわ。舞踏会の練習にも行かず、窓辺でずっと雨が上がるのを待っていたの。素敵な話だね。でも現実はおとぎ話じゃないよ。待っているだけでは雨は上がらない。ブロディアの未来のこと、受け身でいるだけじゃ未来は変わらない。 分かっているわ。それに私は受け身なんかじゃない。毎日一生懸命頑張っているブロディアを守りたい。でも私一人の力ではどうにもならない。その現実が悲しくて。ごめんなさい。そろそろ行かないと。シトリニカ。 Was sollen diese trübseligen Gespräche hier in letzter Zeit? Noch ein B-Rang. Ich weiß übrigens nicht, wie ich das noch mache. Ob ich irgendwie noch so gegen Ende ein paar Supports am Grinden bin. Einfach nur so zum Spaß, ne? もう選び終わったの？はい、準備できてます。私もこれで決まり。選んだ服を見せてちょうだい。私がミステラ王女に選んだのはフリルのついた可愛いドレスです。うわー、かわいい。よかった。この生地が分厚いのがいいんですよね。生地が
Ich mag es, mich freizügig anzuziehen. Echt? Kommst du denn darauf? So. Hier hat sich nichts getan, ne? Wanda. Wie schafft es der Typ eigentlich immer in meine Videos? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich möchte mal kurz hier gucken, nämlich. Also wenn das so wie in Free Houses abläuft, dann kann ich ja irgendwie, weil nicht, jemanden aussuchen und dann irgendwie, nachdem das Spiel zu Ende ist, gibt es irgendwie mal so ein spezielles Ende oder irgendwie sowas. Mit so Cutscene oder also was. Ja, ich will mal kurz gucken. A-Rang, ich habe ja eigentlich nur. Ist so vielleicht andere Verbindungen, aber bevor ich das Platz nicht finde. Aber ich muss ja dringend irgendwie so jemanden geben. Aber ich habe ja nur. Ich habe, glaube ich, nur Hortensia und Anna, ne? Ja. Aber ich nehme mal an, aber erstmal gucken, ob ich überhaupt allen den geben kann, ne? Weil wenn ich den Anna geben kann, ne? Dann ist das sehr merkwürdig. Aber dann nehme ich an, ist das irgendwie, weil ich so irgendwie, weil nicht so story technisch irgendwie so geschrieben, dass irgendwie, keine Ahnung, dass ich die nicht am heiraten bin oder so am Ende des Spiels, weil das wäre merkwürdig. Und die sind hier markiert. Okay. Kann man sogar machen, alles klar. Ja, dann nehme ich aber an, weil man konnte auch in Fire Emblem Three Houses, wenn man irgendwie bei nicht. Ich meine, es wurde nirgendwo so explizit irgendwie erwähnt, dass man den Charakter am Ende des Spiels geheiratet hat oder so, ne, aber es war sehr, sehr, sehr angedeutet, ne? Gegen Ende des Spiels, ne? Also nehme ich jetzt mal an. Ach ja, übrigens, hat es mir, ist mir letztens aufgefallen. Guck mal hier. Letztens stand hier Zeilkopf und hat irgendwie gesagt, irgendwie so, ah, mögt ihr mein neuestes Werk? Ne, also jemand Zeilkopf hat irgendwie gebaut. Sehr cool, ne? Sieht genau aus wie ich, oder? Aus wie ein Amiibo mit dem Ding hier unten. Cool. Ich habe schon gefragt, weil das sah schon von Anfang an irgendwie verdächtig aus hier. Die irgendwie mal was hinkommt oder so, ne? Aber gut, also ja, das mit dem Ring versuche ich nur so weit hinaus zu zögern, wie es geht, weil interessiert mich eigentlich jetzt nicht. Ich würde denn wahrscheinlich eher Vale geben, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wie gesagt, wird ja nicht explizit irgendwie erwähnt, dass man die Person heiratet, ne? Oder irgendwie, was hat Marv gesagt? Marv hat irgendwie was Bestimmtes gesagt. Ich weiß jetzt noch nicht was. Egal.
Selbst wenn es mir sowieso egal ist. Sind nur ein Haufen Pixel und Nummern auf dem Bildschirm, ja. Na, mein Gott. Das ist wie wenn man irgendwie Passanten irgendwie in GTA irgendwie abknallt. Also da ist nur ein Haufen von Nullen und Einsen. Merkt ihr, was ich hier gerade mache? Ich tue ja so ingeheim irgendwie meine Moral in irgendwie hier irgendwie rechtfertigen. Damit es letztendlich darauf hinausläuft, dass ich den Anna geben kann. Nein, aber es ist bald nicht. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ich werde dem höchstwahrscheinlich Vale geben, aber dafür müsste ich erstmal mit Vale hier A-Rang bekommen. Na gut. Ich würde sagen, das war's dann. Ich werde dann wieder hier. Ich werde dann wahrscheinlich wieder hier. Ich habe mein Ding hier abgeholt, ne? Ja, ne? Ja, jo. Ich werde wieder die Arena hier offscreen machen. Ich werde wieder angeln und Leute zum Schwimmen und zum Obstgarten schicken. Pferde, ja, können die sich auch drum kümmern. Und dann geht es dann wieder weiter in der Story, ne? Und wenn jetzt hier nicht noch mehr Sidequests kommen, dann werden wir jetzt irgendwie hier auf dem geraden Weg hier die Story zu Ende bringen in den nächsten Kapiteln, ne? Das Kapitel sind wir 24, ne? 25, 26, 27. Ne, 24. Könnte halt schon das vorletzte Level dann sein. 25 ist meistens so der Standard, ne? Vielleicht sind es ja 26 oder 27. Ich weiß es nicht. Könnte eigentlich noch eine Menge sein, jetzt wo ich darüber nachdenke. Wir müssen ja irgendwie, weil nicht 4, 5 Siegel oder so. Wir müssen ja noch 4 Siegel oder irgendwie so was, ne? Müssen wir finden, ne? Wir haben jetzt 1 von 4, oder? Kann mir nicht vorstellen. Aber ich ja sehen. Gut. Ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das sieht merkwürdig aus. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.